willkommen zum Haustheater hier im Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Das ist das zweite Mal, dass wir das machen mit dem Kollegen Christian Müller-Hergel zusammen. Wir beide werden uns wieder über ein Thema unterhalten und diesmal haben wir haben es ja auch angekündigt, Folgendes ausgesucht, nämlich wie eigenständig und selbstbestimmt ist oder handelt Pfleger eigentlich? Was mag das bedeuten? Wenn man sich einfach mal überlegt, dort gibt es sehr unterschiedliche Ansichten, fragen Sie manche Angehörige, manche Patienten in Kliniken oder sonst wo, die sagen, die sind viel zu selbstbestimmt Pflegende, die sind unter Umständen viel zu mächtig, sie können alleine entscheiden, so viele Dinge und fühlen sich manchmal sogar den Pflegenden gegenüber ausgeliefert. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich mit Pflegenden unterhalten, hören Sie immer wieder von dem seit ewigen Zeiten schwelenden Konflikt der Zuständigkeit. Wann sind Ärzte zuständig, Ärzte sind den Pflegenden in vielerlei Hinsicht weisungsbefugt gegenüber. Also wo liegen eigentlich die Kompetenzen der Pflege und in welchen Momenten können oder dürfen sie entscheiden? Wie ist es beispielsweise, wenn Sie in einem Altenheim oder in einer Psychiatrie arbeiten und ein Patient, ein Klient zeigt ganz starke herausfordernde Verhaltensweisen. Sie überlegen, was sie machen sollen, wie sie mit demjenigen arbeiten sollen, damit derjenigen. Müssen sie dann direkt den Arzt einschalten? Müssen sie es dem Arzt sagen oder müssen sie direkt die Angehörigen einschalten? Also wo hört pflegerische Kompetenz zum einen, aber auch pflegerische Entscheidungsfreiheit auf? Wo beginnt pflegerische Entscheidungsfreiheit? Christian, muss ich etwas ändern bezüglich der Entscheidungs- oder der Selbstbestimmtheit und der Entscheidungsfreiheit von Pflegenden? Also haben wir da einen Bedarf, Dinge zu ändern an dieser Stelle? Also wenn man mal die deutsche Situation vergleicht mit Skandinavien oder mit den Niederlanden, dann haben dort die Pflegenden doch einen erheblich erweiterten und auch eigenständigen Bereich. Also viele Menschen landen in der Erstversorgung erst einmal bei Pflegenden und erst dann, wenn die nicht weiter wissen, dann delegieren die weiter an den Arzt. Mhm. Der Arzt ist da oft eher, sagen wir mal, so tangential zugeordnet. Er ist also nicht unbedingt der Erstversorger. Mhm. Also Pflegende sind dort häufig so qualifiziert, dass sie Menschen gut begleiten können. Das gilt auch für die Psychiatrie. Auch in Großbritannien werden zum Beispiel Pflegende so minimal als kleine Psychotherapeuten ausgebildet, die also Menschen, die Phobien haben, Angsterkrankungen, Depressionen, erstmal so kognitiv-behavioral begleiten, bevor die irgendwann überhaupt mal einen Arzt oder einen Psychotherapeuten sehen. Ja, aber ist das wünschenswert? Ist das am Ende wünschenswert, dass ich sozusagen, also geht es darum, dass sich der Entscheidungsradius der Pflegenden erweitert und auch das Feld dessen, was sie bestellen, erweitert? Oder geht es darum, dass wir in den jetzt bestehenden rechtlichen Grundlagen eine andere Auslegung des Ganzen bekommen? Das glaube ich schon. Also ich nehme mal so ein Beispiel. Ne? Angehörige kommt im Altenheim, es ist 10 Uhr morgens, die Mutter liegt noch im Bett. Und die Angehörige fragt die Pflegende, wieso liegt denn meine Mutter noch im Bett? Hm. Ja, und dann sagt die Pflegende, ja, also wir haben beobachtet, sie möchte gerne länger schlafen und sie möchte nicht geweckt werden. Und die Antwort ist dann vielleicht, ja, meine Mutter, die weiß nicht mehr, was sie will. Die wecken Sie mal ruhig um 8 Uhr, das hat die immer so gemacht, das tut ihr jetzt gut. So, und jetzt ist so für mich so die Frage, wer ist denn jetzt hier der Auftraggeber? Ja? Ja. Also ist der Auftraggeber die Angehörige, ist der Auftraggeber der Klient, ist der Auftraggeber vielleicht sogar der Arzt oder jemand andere? Vielleicht habe ich sogar eine Angehörige, die sagt Hü und die andere, sie sagt Hot. Und ich glaube, eine Pflege hat da oft oder ist sehr stark verführt, dann hier nicht so ein eigenes Urteil sich zu bilden, sondern sich nach dem zu richten, wer hier vielleicht am mächtigsten unterwegs ist. Aber könnte nicht auch sozusagen die Eigenständigkeit, die Selbstbestimmtheit der Pflegenden nicht daran bemessen werden, was sie entscheiden, sondern dass sie sozusagen Herr des Verfahrens sind? Also dass sie das Verfahren moderieren, aus dem dann eine Entscheidung entsteht. Das ist ja etwas anderes, als die Grenzen zu verschieben. Also das fände ich sehr gut. Also ich denke, wenn man sich mal so anschaut, so im Unterschied zu somatischen Diagnosen werden psychiatrische Verfassungen ja oft auch verhandelt. Also, im Sinne von, was bedeuten die im Alltag? Ja? Und da gibt es ja unterschiedliche Beteiligten, da gibt es einen Klienten und dann gibt es vielleicht die Angehörigen und dann gibt es den Arzt. Ne, und der Pfleger, der sitzt vielleicht dabei.
Ja, aber die Frage ist, ist der Pfleger eigentlich jetzt beteiligt an dieser Verhandlung, an dieser Ausgestaltung, zum Beispiel wann der Klient entlassen wird oder welche Maßnahmen er bekommt oder wie man ihn fordert und fördert oder unterbricht. Mhm. Ja, also zum Beispiel, dass ich im Alltag damit beschäftigt bin, eher positive Gedanken in Kontakt zu bringen, positive Erinnerungen in Kontakt zu bringen, oder bin ich nur mit der Ernährung, mit dem Aufstehen und mit dem Medikamentenregime befasst? Ich würde mir wünschen, dass die Pflege genau in diese Verhandlungsposition kommt, also wo sie im Grunde genommen so schaut, inwiefern kann der Patient das doch auch noch selber bestimmen, aber inwiefern muss ich doch auch die Interessen der Angehörigen berücksichtigen. Und inwiefern muss ich Tagesverfassungen berücksichtigen? Das heißt, dass ich dort in so eine Situation komme, die unterschiedlichen Anliegen der Beteiligten zu verhandeln und zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Wenn wir über Selbstbestimmtheit reden, dann heißt das nicht nur, am Ende das letzte Wort zu haben, sondern kann auch, wie wir gerade gesagt haben, dass man sozusagen führend ist, darin einen Prozess zu moderieren. Genau. Ich möchte noch ein Beispiel nennen, obwohl es aus dem somatischen Bereich ist. Wir erleben ja immer noch, dass wir hier bei uns Wundschwestern und so weiter ausbilden. Also sehr häufig sind es ja die Pflegenden, die die Wunden eines Menschen beobachten, die sie verbinden und die sozusagen die Wunden auch beurteilen können und zusätzliche Ausbildungen machen, um das alles noch besser zu machen. Das Rezept aber dann, um die Wunden zu verbinden und die möglichen Salben und Medikamente, die gegeben werden, das wiederum muss dann der Arzt bestimmen. Und auch das ist in anderen Ländern, blickt man über den Tellerrand anders. Dort ist es anders, da ist derjenige oder diejenige, die sozusagen das Verfahren als solcher beherrscht, auch derjenige oder diejenige, die entscheidend ist dafür, was am Ende gemacht wird. Und ich denke, das ist ein Punkt. Ich möchte einen anderen Aspekt nochmal, wozu würde das führen? Also ich möchte nochmal das Konzept der Selbstbestimmtheit und der Selbstwirksamkeit in den Raum stellen. Es gibt ja Studien, die auch besagen, dass wenn ein Pflegender, eine Pflegende das Gefühl hat, etwas tun zu können und dass das, was sie macht, auch Wirkung macht oder wie man häufig oder wie ich so gerne sage, einen Unterschied macht, dass das auch etwas mit der Arbeit macht und am Ende auch mit dem Outcome desjenigen. Mhm. Glaubst du auch, dass wenn es klarer wäre, für was Pflegende zuständig sind und was auch ihrem Können entspricht, dass das auch die Qualität der Pflege verbessern würde? Ja, das ich weiß nicht, ob ich die Frage so beantworten kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob man das mit diesen, wie nennt man das, Tätigkeiten, die für die Pflege reserviert sind, Vorbehaltstätigkeiten, ob das so wirklich der Punkt ist. Also für mich hat Pflege eher so die Rolle einer Anwaltschaft, einer Assistenz, die sich über sehr viele Lebensbereiche... Eine Assistenz von wem? Eine Assistenz des Klienten. Des Klienten. Aber unter Umständen auch der Familie. Okay. Ja, also ne, wenn ich jetzt in der Psychiatrie arbeite und Herr Meier wird entlassen, dann ist natürlich die familiäre Situation, in die hinein er entlassen wird, für mich mit ein pflegerischer Auftrag. Jedenfalls sollte man das gemeindepsychiatrisch so betrachten. Ja, also ich kann nie nur den Klienten sehen, sondern ich sehe als Pflegender auch das Umfeld und die anderen Personen, die da eine Rolle mitspielen. Und ich sage das nochmal so, also Pflege ist für mich immer so an diesem Schnittpunkt von Regelwissen und hermeneutischem Wissen. Also Regelwissen, so das, was eigentlich jetzt für dich wichtig wäre, deine Medikamente zu nehmen und so viel zu trinken und dich zu bewegen und dies und das, aber dann auf der anderen Seite wahrzunehmen, ja, wie ist der Mensch im Moment mit sich unterwegs, was ist auch zumutbar, welchen Schonraum benötigt er, welchen Rückzug braucht er auch, damit er im Grunde genommen die Therapie ertragen kann. Und da muss ich im Grunde genommen beständig in diesem, ich sag mal, Verhandlungsraum bleiben. Ich nenne das immer so Übergänge ermöglichen, Schwellenängste abbauen, Brücken schlagen, vielleicht teilweise sogar auch verführen. Also wie kann ich den Klienten verführen, bestimmte gesundheitliche Maßnahmen auch zuzulassen, die er eigentlich gar nicht so mag, von denen ich aber sicher bin, dass es ihm gut täte, aber immer unter Beachtung seiner Grenzen. Und darin sehe ich eigentlich das Besondere. Ich nenne das mal so, ich mache mich ein Stück weit zum Verbündeten. Mhm. Ja? Aber nicht nur zum Verbündeten deiner Person, wie du jetzt bist, sondern auch deiner Person, wie du sein könntest und welche Potenziale du hast. Aber ist das nicht am Ende zu viel erwartet?
Ich habe die Befürchtung, also ist Pflege dazu der Lage oder wo wäre dann auch das Korrektiv von Pflege? Also nehmen wir eine Situation in einem Altenheim. Ja, also ich kenne das noch aus meiner Zeit. Da kommt alle Jubeljahre entweder auf Bestellung ein Arzt vorbei oder es kommt ein Arzt. Meistens haben wir Ärzte angerufen, wenn irgendwas Besonderes war. Aber es kann sein, dass dort über Wochen kein Arzt vorbeikommt. Das ist, und darum kann ich auch manche Angehörige verstehen, die Sorge haben vor übergriffigen Pflegekräften. Denn auch die gibt es. Also wo ist das Korrektiv in solchen Settings, wo es nicht mehr darum geht, wie selbstbestimmt, sondern eher wie machtvoll und vielleicht auch machtmissbräuchlich können Pflegen sein. Es geht ja in diese Richtung auch. Ja, gut. Okay. Also wie kann das korrektiv sein? Können das dann nur wieder Pflegende untereinander? Ich meine, eine ideale Variante wäre natürlich schon immer, dass Pflege in einem Gesundheitsteam arbeitet. Ja. Ja, dass es in so einem Gesundheitsteam unterschiedliche Beteiligte mit unterschiedlichen Kompetenzen gibt. Also wenn ich jetzt das nochmal mit der Wunde, da muss ich natürlich eine gut ausgebildete Wundpflegerin haben, die ich auch mal fragen kann. Mhm. Oder wenn ich mit einer schwierigen psychiatrischen Situation konfrontiert bin, eine Fachkraft für Gerontopsychiatrie, die ich fragen kann. Aber auch eingebettet sein in einem System, wo ich auch mal eine Ergotherapeutin fragen kann oder auch einen klinischen Psychotherapeuten. Das Problem in manchen Settings ist, dass die Pflege doch weitgehend sehr isoliert diese Dinge tut und oft auch nicht gut informiert ist. Also gerade im psychiatrischen Bereich, wie gehe ich mit einem depressiven Menschen um, wie gehe ich mit einem Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung um, da fehlt es oft einfach an dem Wissen und der Kompetenz, allerdings eben auch an der Vernetzung. Nicht? Und da sehe ich schon einen Zusammenhang. Also ich glaube, dass Eigenständigkeit, Selbstständigkeit auch immer mit der Urteilsbildung zusammenhängt. Und mit einem hohen Maß an Verantwortung. Mit Verantwortung, aber Verantwortung, die auch durch Wissen, Fähigkeiten, Kompetenzen gedeckt sein muss. Genau. Und damit kommen wir auch an dem Thema Akademisierung nicht ganz vorbei. Also das heißt, je eigenständiger über eine Akademisierung ein Pflegender handelt, desto eher kommt er auch auf Augenhöhe mit den anderen Gesundheitsarbeitern und kann diesen moderierenden, verhandelnden, brückenschlagenden Weg auch auf ganz andere Weise begründen. Also dann geht es gar nicht so sehr darum, bei dir in deinem Anliegen zu sagen, dass dieser Bereich, der jetzt vielleicht noch ärztliche Tätigkeit ist, könnte genauso gut von der Pflege übernommen werden, sondern es geht darum, dass Pflege zusammen mit anderen Disziplinen, der Ergotherapie, dem Psychologen und so weiter, auf Augenhöhe arbeitet und gemeinsam zu einem, und den Angehörigen nicht zu vergessen, gemeinsam zu einem und den Klienten vor allen Dingen. Also es gibt ja so in der Forschung einige Studien, die darauf hinweisen, dass gute psychiatrische Pflegende oft bei Menschen mit einer Depression oder einer anderen affektiven Erkrankung einen wichtigeren Beitrag für die Gesundung, für die Recovery dieser Menschen spielen, als dies der Psychotherapie, der Arzt oder auch das Medikament bewirkt. Ja, das heißt also, ich glaube schon, dass dieses Aushandeln, dieses Verhandeln, das immer wieder Zugehen, das Integrieren in den Alltag, ja, das ist immer so diese Position eines Gegenübers, den ich aber als seelsorglich Verbündeten erlebe, dass das eine Position ist, die gerade in der Alterspsychiatrie außerordentlich wichtig ist, und darin sehe ich die Kompetenz, nicht, dass ich da jetzt Medikamente übernehme oder dass ich so ein kleiner Psychotherapeut werde. Genau. Dass ich denke, diese Dinge zu wissen, ist sinnvoll, damit ich an ihn anknüpfen kann. Ja. Damit ich, sagen wir mal, Elemente von Therapie auch in meinen Alltag verankern kann. Aber letztlich ist mein Auftrag der Assistenz, der Begleitung, des Alltagsmanagements, diese Form einer verbündeten Position und nicht Vorbehaltstätigkeit. Mir ist es wichtig, das eben auch nochmal festzuhalten. Also wenn man sagt, es geht eben nicht darum, das Feld der Pflege
zu erweitern auf die, auf Teile der Psychologie, Teile der Medizin und so, auch solche Forderungen das gibt es ja. Das kann sein, ist aber nicht der Kern. Ja, aber das ist eben nicht der Kern, sondern es geht eher darum, dass man das Pflege in den Bereichen, die originär Pflege und pflegerisch sind, sozusagen die Bestimmungshoheit hat und auf diese Art und Weise auf Augenhöhe mit anderen Disziplinen gemeinsam arbeitet. Der Arzt kann mir nicht wirklich sagen, wie ich das Altersmanagement mache. Genau. Genau. Der Psychologe kann mir nicht sagen, wie ich das Altersmanagement machen soll. Aber der Psychologe könnte mir helfen, bestimmte Situationen anders aufzufassen, genau. anders anzulegen, genau. bestimmte Reizsituationen zu vermeiden. Ja, und davon könnte ich wiederum im Umgang mit dem Patienten profitieren. Aber ich finde das gerade nochmal wichtig, denn es ist einfach tatsächlich so, dass man immer wieder mitbekommt, also wir haben sowieso zu wenig Ärzte, darum kann doch Pflege auch das und das und das übernehmen. Das mag unter Umständen an manchen Stellen auch möglich sein, aber das sollte nicht sozusagen unser Bestreben sein, sondern Bestreben sollte ja sein, das, was wir machen, besser auszufüllen und verantwortungsvoller auszufüllen, als wir es vielleicht jetzt schon zu diesem Zeitpunkt machen. Ich würde da noch gerne so einen kleinen Schlenker reinbringen. Also gerade im Alter sind ja viele psychische Erkrankungen eher chronisch. Ja. Und auch mal behandlungsresistent. Ja. Ja. So, es geht also doch in vielen Fällen eher darum, zu lernen, mit solchen Verfassungen zu leben, mit meinen Ängsten zur Rente zu kommen, nicht gegen meine Depression, sondern mit meiner Depression zu leben, nicht gegen meine Demenz zu kämpfen, sondern mit meiner Demenz meinen Frieden zu machen. Genau. Und da sehe ich die besondere Kompetenz, ja, von Pflegenden, dass sie so in der Rolle als seelsorglich Verbündete das Leben mit diesen Verfassungen erträglich machen können. Wo nicht der Kern der Therapie Heilung von etwas Nein. ist, sondern Begleitung bei Krankheit ja. Oder mein zusätzlicher Wort, Seelsorge. Krankheit. Ja, also Seelsorge ja, nicht mit einem religiösen Touch. Das meine ich damit nicht, okay. sondern da das Begleiten, Aushalten, dabei sein, nicht weglaufen und ein Gegenüber im Alltag zu sein. Das wäre für mich so eine Rolle, wo ich die Kompetenz sehe. Und ich glaube, in der Tat, um da nochmal zurückzukommen, je begründungsfähiger Pflegende sind, je mehr Wissen sie haben, je mehr Wertschätzung sie von außen bekommen deswegen, und das drückt sich letztlich eben auch in einem akademischen Status und Umständen aus, desto mehr gewinnen sie auch an Selbstbewusstsein. Wobei ich dort natürlich die Befürchtung hätte, vielleicht geht das auch gar nicht anders, dass es sich einfach nur die Entscheidungsbefugnis von den Ärzten auf eine akademisierte Pflegeperson überträgt, die dann wiederum darum die gleiche Entfernung zu den übrigen Pflegenden unter Umständen hat, wie vorher der Arzt zu der Pflege. Da, zumindest müsste man darauf achten, aber dass man das besser muss es ja mal anfangen. Ja. Ja? Ich möchte noch einen Aspekt nennen, wenn wir darüber reden, über Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit von Pflege. In meiner Erfahrung in der Pflege, also ich kann das meiste teilen von dem, was wir besprechen, aber eines, was wir noch ganz außer Acht gelassen haben, außer, dass es viele Pflegende gibt, die gar nicht diese Eigenständigkeit wollen und diese Selbstbestimmtheit. Mhm. Ich kann das nicht an Zahlen festmachen, aber ich kann es zumindest aus meiner Erfahrung festmachen, dass es immer auch ganz viele eigentlich in der Mehrzahl Leute gab, die froh waren, wenn es Regeln gab, die ihnen vorgesetzt haben, worum sie sich nicht kümmern mussten und wenn sie keine Entscheidung treffen mussten. Wie gehört das zusammen? Wie passt das zusammen an der Stelle? Also es ist ja klar, zum Beispiel, wenn du eine Ausbildung oder ein Studium zum Mediziner machst, weißt du, du musst Entscheidungen an bestimmten Stellen treffen. Eigentlich müsste doch einem Pflegenden, wenn er Pflege lernt oder studiert, auch klar sein, dass es Momente gibt, in denen er oder sie Entscheidungen treffen muss. Das scheint aber nicht so zu sein. Also für mich ist das immer so eine Frage von Huhn und Ei. Ja. Also die Haltung, denke ich, wird immer bestimmt von den Rahmenbedingungen, in denen man arbeitet. Und wenn eine Leitung das Risiko der Wette eingeht, so nenne ich das mal, Mitarbeitern etwas zuzutrauen. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also Leitung muss die Wette eingehen, Mitarbeitern etwas zuzutrauen. Darf sie aber bei dieser Wette auch nicht alleine lassen. Und das ist für mich immer dann ja so eine Frage von Führung, von Begleitung, von Coaching, dass man Mitarbeitern auch was zutraut, aber eben sie auch befähigt und in den Prozess des Erlernens nicht alleine lässt. Und das ist aus meiner Sicht besonders eben ein Thema der Altenhilfe.
Ja. Und dort nochmal in besonderem Maße, um das etwas salopp zu sagen, heutzutage, wenn du dich arbeitslos meldest, egal was du vorher gemacht hast, ist das Erste, was man dir anbietet, eine Ausbildung in der Altenpflege, dass bei weitem nicht jeder, der in diesem Bereich arbeitet, in der Lage ist, auch Entscheidungen zu treffen. Aber noch einmal, ich glaube ganz bestimmt, wenn die Rahmenbedingungen darauf angelegt sind, Menschen, ich sag mal, in ihrem Potenzial zu fördern, und man Menschen etwas zutraut, und das ist natürlich jetzt je nachdem, wo einer in seiner Entwicklung steht, auch an ganz, mit ganz unterschiedlichen Möglichkeiten zu realisieren. Versuchen wir es noch einmal zusammenzufassen. Es geht also nicht darum, dass Pflege unbedingt das eigene Feld erweitert und von anderen Disziplinen etwas übernimmt und darin dann selbstbestimmt arbeitet, sondern es geht eher darum, dass Pflege selbstbestimmt das Feld bearbeitet, was ihm jetzt schon aufgetragen ist, zum einen, und das Weitere, dass es darum geht, oder es geht darum, dass Pflege auf Augenhöhe mit anderen Disziplinen, die an der gerontopsychiatrischen Versorgung in unserem Falle beteiligt sind, zusammenarbeitet. Eine Möglichkeit kann auch sein, dass Pflege sozusagen moderiert das Geschehen, den Fall moderiert, das Geschehen moderiert, und dass die Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit der Pflege dadurch deutlich wird, dass sie die verschiedenen Stränge zusammenbringt, die verschiedenen Behandlungsstränge zusammenbringt und am Ende hilft, durch den Prozess zu führen. Ja. Ist das so ungefähr das? Genau, also dass man im Grunde genommen immer wieder schaut, was bedeutet das für den Alltag? Was bedeutet das für das Überleben des Patienten in der Situation, in der er sich jetzt befindet? Welche Unterstützung kann er überhaupt annehmen? Ja. Ja. So, und wie kann man zu halbwegs erträglichen Verfassungen beitragen? Also, dass man diese, ich sag mal, diese verschiedenen, also Pflege ist halt nicht sozusagen auf einer bestimmten Spur isoliert unterwegs, wie vielleicht der Arzt oder der Physiotherapeut oder der Physiotherapeut, sondern eine Pflege hat halt diesen integrierenden Anspruch, aber immer unter der Perspektive, dass der Klient auch gesundheitsfördernde Aspekte in den Alltag integrieren kann. Dass ich da so eine Brücke für ihn baue, zum Beispiel, dass er seine Medikamente nimmt, dass er wieder was trinkt, dass er Körperpflege zulassen kann, dass Schwellenängste abgebaut werden. Und insofern hat Pflege so ein Stück Steuerungsfunktion, wie viel Therapie, wie viel dieser Dinge ein Mensch zulassen kann und vielleicht auch ab welchem Punkt er überhaupt in der Lage ist, zum Beispiel zu entlassen zu werden oder auch wieder in eine größere Selbstständigkeit zurückgeführt zu werden. Also wie gesagt, damit wäre ja quasi Pflege prädestiniert dazu, diese Moderation eines solchen Prozesses zu übernehmen. Steuerungsfunktion. Ja. Okay, wir beschließen das. Heute ziemlich lang gedauerte Haustheater. Wir beide könnten noch viel, viel länger. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie Anregungen bekommen haben. Aber auch wir wünschen uns vor allen Dingen natürlich, dass Sie sagen, was Sie davon halten, von dem, was wir besprochen haben, vielleicht auch von dem, wie wir es besprochen haben, welche Aspekte Sie hinzufügen wollen. Sie können unter dem Video oder vor allen Dingen auch auf dem Blog des Dialogzentrums unter www.dzla.de das Haustheater kommentieren. Wir werden im kommenden Jahr erst das nächste Haustheater wieder machen, da schon in Vorbereitung auf unsere und nun Obacht Save the Date. Am 26. Mai machen wir unsere erste Dialogkonferenz, Thema das gerontopsychiatrische Team. Und dort dazu werden wir auch in Vorbereitung auf diese Tagung unser nächstes Haustheater machen. Also, bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao.